Moin, heute gibt es den zweiten Teil Manifestieren, wie du zu der Version wirst, die alles haben kann. Ich habe dir dafür sogar auch noch eine Formel mitgebracht, die du auf alles anwenden kannst. Ja, und wie du das machst und wie die geht, all das noch viel mehr verraten wir dir jetzt in dem Podcast-Video. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, wir haben uns im ersten Teil damit beschäftigt, woher kommen überhaupt deine Wünsche? Warum ist es so wichtig, dass du zu einer neuen Version wirst von dir, also dass du sozusagen eine neue ID annimmst? Und wir haben uns damit beschäftigt, wer hat denn überhaupt welche Aufgabe? Also die Aufgabenverteilung beim Manifestieren, was das Universum deine Seele macht und was letztendlich deine Aufgabe ist. Bevor wir heute einsteigen, möchte ich aber noch mal einmal kurz uns daran erinnern, sozusagen, worum geht es beim Manifestieren. Beim Manifestieren geht es weniger darum, etwas zu tun. Natürlich hast du deine Aufgabe und das sollst du auch tun. Es geht eher darum, es zu werden, zu einer neuen Version zu werden, die das letztendlich diesen Wunsch eben auch leben kann, die das handeln kann, die dafür die Reife hat, wirklich diesen Wunsch auch zu leben. Und das Spannende ist, wenn man wirklich versteht, wie das Universum liefert sozusagen, nämlich durch dich durch, heißt das, dass du ein neues Filtersystem brauchst. Weil deine Gedanken, deine Gefühle, deine Glaubenssätze, all das, was du für dich dein Leben lang abgespeichert hast, bestimmt, was du durchlässt und was nicht. Damit bestimmst du, ob etwas gut ist oder etwas schlecht ist. Damit beurteilst du oder ordnest eben auch Dinge ein. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, und das macht dann eben auch Sinn zu wissen, deswegen brauche ich eine neue Version von mir, die nämlich neu denkt, die neu fühlt, weil Denken und Fühlen, das geht ja einher. Und du musst natürlich, wenn du etwas manifestierst, auch auf der Frequenz sein. Und mit deinen Gefühlen erzeugst du halt Schwingungen, Emotionen. Das bedeutet, dass du eben anders schwingst. Und da kommt es immer darauf an, wo schwingst du. Schwingst du im Mangel, also da, wo eben das nicht so läuft, wie du das gerne hättest. Das ist da unten die Frequenz oder eben da oben, da, wo die Fülle ist, da, wo deine Wünsche ist, da, wo sich das erfüllt, was du dir von ganzem Herzen wünschst. Und ich glaube, wenn man sich das einmal klar macht, macht es wirklich Sinn zu sagen, okay, dann muss ich ja wirklich an meinen Gedanken etwas ändern, weil all das, was du in deinem Unterbewusstsein abgespeichert hast, was auch dein Bewusstsein angeht, das sind ja alles Dinge, die auch irgendwo auf Autopilot sind. Und wie gesagt, das ist eine Story, die du dir dein Leben lang erzählt hast, von klein auf an, wo sie dir natürlich gesagt haben, wie du bist oder wie du denken musst und wie das alles funktioniert. Auch unsere Gesellschaft dann, hat dann natürlich einen großen Anteil dran. Aber das gilt es jetzt eben, gerade wenn wir jetzt eben in die neue Welt gehen, beziehungsweise die uns erschaffen, ins neue Zeitalter, geht es eben darum, da aufzuräumen, zu sagen, nee, Moment mal, das haut nicht mehr hin, weil da geht es um die Fülle, da geht es eben darum, dass wir alles haben können. Und darum freue ich mich so sehr, heute mit dir dieses Video sozusagen zu machen, beziehungsweise für dich, dass du da richtig vorbereitet bist, was die neue Zeit und die neue Welt angeht, wo du eben alles haben kannst. Okay, lass uns mal schauen, was ist wichtig. Also, ich habe ja eben schon angesprochen, du bestimmst ja mit deiner Programmierung sozusagen, wie du die Welt siehst. Du erschaffst ja deine eigene Realität und das hast du schon dein Leben lang gemacht. Darum ist das Spannende, können wir uns eine neue Realität erschaffen und das machen wir jetzt. Weil du bestimmst ja, ob du das Glas halb voll oder ob du das Glas halb leer siehst. Das heißt, wo ist dein Fokus? Und Gesetz der Anziehung funktioniert ja nun mal so, da wo dein Fokus ist, da fließt die Energie und das ziehst du an. Und das bedeutet eben auch, das was du denkst und das was du fühlst, ziehst du an. Du warst also schon die ganze Zeit ein Magnet, du hast die ganze Zeit schon manifestiert, unbewusst, aber eben das, was du eben oft gar nicht haben wolltest. Und du kannst dir dein Umfeld angucken, du kannst dir dein Leben angucken und du weißt ganz genau, wie du denkst. Also, wo liegt dein Fokus? Und wir wollen uns mal die typischen Beispiele, die ich ja immer so gerne nehme, Business und Liebe, vornehmen, weil da ist auch dieses Entweder-Oder, ne? Geld oder Liebe oder Erfolg oder Liebe. Nee, das gilt eben auch nicht mehr, sondern du darfst jetzt alles haben. Also schauen wir uns mal erstmal das Business an. Wenn du mal auf dein Business guckst und du sagst so, könnte irgendwie besser laufen, Annette, das ist noch nicht so. Wo ist dein Fokus?
Überleg mal, wo ist dein Fokus? Ist dein Fokus darauf, ist leider noch nicht so erfolgreich, ich hätte so gern mehrere Kunden, ach, ich hätte auch gern mehr Income, und wenn ich mir das dann auch nur angucke, was die anderen machen, die können das viel besser und irgendwie habe ich das Gefühl, kann ich das nicht oder bin ich es nicht wert, dass ich keinen Erfolg habe und. Du weißt, wie das läuft. Und dein Fokus ist da, oder? Und das Problem ist, sofern dein Fokus da ist, kann sich ja nichts ändern, weil du ja das anziehst, wo dein Fokus ist. Das fühlst du. Weil wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, sich nicht erfolgreich genug zu sein? Wie fühlt es sich an, zu wenig Kunden zu haben? Wie fühlt es sich an, nicht genug Income zu haben oder zu sehen, dass die anderen das angeblich besser können? Wie fühlt es sich an? Nicht gut. Das heißt, du schwingst da unten, du schwingst im Mangel. Und da kann natürlich die Fülle nicht kommen und da kann auch keine Veränderung kommen. Genauso in der Liebe. Wie ist es zum Beispiel mit deinem Seelenpartner? Ist er noch verheiratet? Hat er sich noch nicht getrennt von seiner Frau? Wo ist dein Fokus? Überleg mal wirklich, schau dir mal an, wo ist dein Fokus und sei mal ganz ehrlich mit dir. Er ist noch verheiratet, er hat sich noch nicht getrennt. Ich bin seine Nummer 2 immer noch. Ich bin seine Geliebte. Und dieser Seelenpartner, Dualseelenprozess ist total anstrengend und ich weiß auch gar nicht, hört der jemals auf, bleibt der immer? Wie fühlt sich das an? Nicht gut, ne? Da bist du genauso im Mangel. Da bist du genauso dieses, habe ich es denn nicht verdient, Glück zu haben? Oder habe ich es nicht verdient, geliebt zu werden? Oder wir haben ja oft so einen Selbstmangelwert, aber das haben wir alle. Selbstwertmangel meine ich, aber den haben wir alle, weil wir in dieser Gesellschaft groß geworden sind, wo es immer darum ging zu vergleichen, auch der oder die kann das besser, ne? als du oder als ich oder wie auch immer. Und darum vergleichen wir uns auch immer und suchen natürlich die Bestätigung im Außen. Das heißt, nur wenn im Außen uns das bestätigt wird, dann glauben wir das auch. Aber das Ding ist, das ist ja das Schöne mit unseren Herzenswünschen, die existieren ja schon, unsere Seele hat die ja für uns sozusagen schon vorbereitet. Die Zeit ist jetzt reif, wenn dieser Wunsch sozusagen dich besucht, dass er jetzt auch wahr werden soll. Aber wie gesagt, du musst zu der Version werden, um es letztendlich auch handeln zu können, damit sich dieser Wunsch auch erfüllt, dass du ihn eben auch in dein Leben ziehst. Das heißt, auf der Frequenz schwingen, wo eben auch dein Wunsch ist. So, das Spannende ist eben, dadurch, dass du eben deine eigene Realität erschaffen kannst, das heißt, du musst davon überzeugt sein, ob du erfolgreich bist oder nicht. Wer sagt denn, wie Erfolg sein muss? Natürlich erfolgt etwas. Erfolg bedeutet, dass auf etwas erfolgt sozusagen. Aber wer bestimmt denn, wie erfolgreich man sein muss? Natürlich ist es in den Medien, oh, du musst so und so viel Follower haben oder dies oder jenes, dann bist du erfolgreich. Ja, dann, nee. Das hat damit auch in der neuen Welt gar nichts mehr zu tun, sondern du musst für dich erkennen und für dich annehmen können und für dich sehen, dass du erfolgreich bist. Weil wenn du davon überzeugt bist, dann kann das auch dein Außen sein. Das heißt, was ich vorhin schon meinte, dein Umfeld, dein Leben, die Menschen, mit denen du zu tun hast, die spiegeln dir alles das wieder. Wenn du davon überzeugt bist, dass du zu wenig Kunden hast, wird es so bleiben, dann werden da nicht mehr Kunden. Das heißt, du kannst das ändern. Das heißt, du, wie gesagt, musst zur neuen Version von dir werden. Du musst eine neue ID annehmen, die davon überzeugt ist, dass du erfolgreich sein kannst, dass du genug Kunden hast, dass du das Geld in Hülle und Fülle zu dir fließt, weil du so etwas Wundervolles tust. Und ich weiß, wenn du deine Seelenaufgabe lebst, machst du etwas ganz Grandioses und etwas ganz, ganz Wichtiges für die neue Welt, weil dafür sind sie geschaffen. Gerade jetzt kommen immer mehr Seelenaufgaben, sozusagen sollen erweckt werden, um eben diese neue Welt zu gestalten. Und wenn du eine Soul-Leaderin bist und dazu gehörst, herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz ehrlich, wir brauchen dich jetzt. Und darum auch da, schenk dir doch eine neue ID. Warum festhalten an diesem Alten, wie irgendwie was sein muss und ich habe dies nicht, ich habe das nicht, sondern werde zu einer neuen Version und sage, hey, cool, was ich hier mache, was ich hier verändere auch auf dieser Welt. Und auch wenn du dir etwas wünschst, kannst du es auch verändern. Nicht so, oh, ich hätte so gerne so eine, oh, das wäre so toll, wenn mehr Kunden kommen würden und wir, boah, und was wir dann hier machen würden, wie wir die Welt verändern würden. Und so merkst du, da ist eine ganz andere Energie drin. Da schwingst du ganz anders. Das kommt dann aus der Fülle und nicht aus dem Mangel. Oh, ich hätte so gerne und ich habe nicht. Und das Spannende ist, wie gesagt, sofern du für dich entscheidest auch, weil das ist auch eine Entscheidung. Manifestieren ist auch eine Entscheidung, auch eine neue ID einnehmen ist eine Entscheidung. Und wenn du eine Entscheidung triffst, dann geht nur Ja oder Nein.
Es geht nicht beides. Genauso, wenn du an etwas glaubst. Du kannst nur an etwas glauben oder an etwas nicht glauben. Das ist das Spannende. Du entscheidest aber, ob du daran glaubst, dass es funktioniert oder nicht. Genauso eben auch mit deinem Seelenpartner. Und ich habe mich damals, habe ich ja schon oft drüber gesprochen, ich habe mich wirklich vorbereitet. Ich war meine Nummer eins. Wenn du wirklich für dich verstehst, die Nummer eins zu sein und du das wirklich für dich bist, das wirklich verkörperst auch für dich, dann weißt du ganz genau, was du willst und was du nicht willst. Und für mich kam damals nicht in Frage, die Geliebte zu sein. Ich wusste aber, und das ist ja das Spannende bei den Seelenpartnern, wenn das dein Seelenpartner ist, kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass ihr ja auch zusammengehört. Ihr seid ja schon vorher füreinander versprochen worden. Das heißt, du kannst dich also viel mehr trauen, neu zu denken, auch größer zu denken. Weil das Spannende ist, gerade auch bei den Wünschen, dass du, egal ob der Wunsch groß ist oder ob der klein ist, es ist völlig egal, es ist immer die gleiche Energie fürs Universum. Das heißt, bloß nicht limitieren oder zurückhalten. Du kannst dir das Größte wünschen und das Tollste ausmalen. Wichtig ist, dass du eben jetzt anfängst, daran zu glauben, die neue Idee annimmst. Das heißt, wie denkst du, wie fühlst du und wie handelst du eben neu. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie diese Formel aussieht. Erstens. Als erstes brauchst du das Bewusstsein dafür, wie denkst du überhaupt aktuell? Wie denkt jetzt noch deine alte Version sozusagen? Die du ja dein Leben lang aufgebaut hast, wo sie dir erzählt haben, wie du sein sollst, wie du denken sollst, wie du fühlen sollst, was du letztendlich auch für dich auch interpretiert hast, viele Dinge. Also zu der Version, zu der du geworden bist, die ja mega cool ist, weil sie dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Aber du willst jetzt was ändern. Also, wie gesagt, brauchst neue Idee. Brauchst du ein neues Bewusstsein. Also, wie denkst du, wie fühlst du? Guckst dir genau an. Was sind deine Glaubenssätze? Dass du dir das erstmal bewusst machst. Weil wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du es auch ändern. Erst dann, sonst nicht. Dann als zweiter Step ist es wichtig, dass du dich mit deinem Herzen verbindest. Dass du es nicht nur theoretisch im Kopf machst, sondern dass du auch anfängst, das zu fühlen und in diese Größe, in diese Weite geht. Weil sofern du dein Herz öffnest, kannst du viel größer denken und auch viel größer handeln und viel besser damit umgehen, beziehungsweise ja, einfach deine Wünsche auch größer werden zu lassen und dich nicht limitieren, weil mit deinem Verstand, mit deinem Mindset, mit all dem, was du bisher hast, hast du dich limitiert mit deinem Unterbewusstsein. Das heißt, das müssen wir ändern, das müssen wir öffnen. Drittens, verändere, was dir nicht gefällt. Was passt denn nicht dazu? Was passt nicht dazu? Ist es vielleicht dein Selbstwert, hundertprozentig, nicht nur vielleicht, der Selbstwert, der einfach sagt so, Moment mal, nee, ich habe das vielleicht doch nicht verdient oder ich kann das nicht oder für mich ist das nicht bestimmt. Was ist mit deinem Selbstwert? Musst du den ändern? Welche Gedanken, weil Gedanken und Gefühle, die sind wie ein Ping-Pong-Spiel. Deine Gedanken lösen deine Gefühle aus und umgekehrt. Und darum überlege dir mal, was für neue Gedanken brauchst du? Was für neue Gefühle? Wie das überhaupt sehen? Wo muss dein Fokus sein? Wo muss dein neuer Fokus sein, damit das, was du dir wünschst, eben seine Nummer 1 werden oder Erfolg haben und all diese ganzen Sachen, vor allem definier mal für dich, was bedeutet denn überhaupt für dich Erfolg und nicht, was die anderen denken. Nicht mehr im Außen suchen, wie was sein muss. Nein, du darfst das jetzt bestimmen. Und das ist ja eben auch das Tolle. So, wenn du das hast, kommt der vierte Step sozusagen, dass du das verkörperlichst. Verinnerlichst, dass es wirklich embodiest sozusagen, dass du wirklich schon so fühlst, so spürst, dass du dich da schon siehst, wenn das alles schon, wenn es schon da ist, weil dein Wunsch ist ja schon da, du kannst ihn bloß noch nicht sehen, aber du kannst ihn schon fühlen, du kannst ihn schon erleben, visualisieren. Nutze deine Vorstellungskraft. Vielleicht sagst du irgendwie so, Annette, ich kann das mir nicht so gut vorstellen. Doch, du kannst dir auch das Negative vorstellen. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe da so ein leichtes Problem, Annette, hast du einen Tipp? Na klar, wenn du dir etwas, wenn du dich da reinschwingen möchtest, du kannst dieses Glücksgefühl, dieses Gefühl, es ist schon da, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, das kennst du von anderen Wünschen auch. Du kannst das nehmen und mit deinem neuen Gedanken, mit deinem neuen Wunsch sozusagen kombinieren und dann in die Visualisierung gehen und das spüren. Es ist so wichtig, dass du spürst, weil wenn du spürst, deine Gefühle, das sind die Vibrationen, dann damit schwingst du dich auf eine neue Frequenz, eben auch dahin in die Fülle, da wo dein Wunsch ist. Und das Universum kann nicht unterscheiden, ob das jetzt direkt mit deinem Wunsch zu tun hat oder nicht. Die weiß nur, oh, hallo, die schwingt da oben, da in der Fülle. Sie ist bereit, sie ist reif dafür, dass eben auch ihr Wunsch jetzt in Erfüllung werden kann sozusagen und dass sie durch dich liefern können, weil du dir neue Gedanken geschenkt hast, die das zulassen, die es wirklich zulassen, dass du empfängst, weil das ist deine Aufgabe, zu empfangen, natürlich auch die Option wahrzunehmen, die dir das Universum schickt, wo du dann in Aktion treten kannst, wo du genau weißt. Und das Schöne ist, du kannst, wenn du das wirklich weißt, was deine neue ID sozusagen ist, weißt du auch und kannst immer checken,
Passt es jetzt zu meiner neuen ID oder nicht? Passt dieser Gedanke oder nicht? Möchte ich ihn lieber loslassen oder gar nicht erst annehmen? Jetzt fragst du dich vielleicht ja, Annette, wie ist das eigentlich mit meiner alten ID? Geht die denn so einfach? Nee, so einfach geht die nicht. Die war ja dein Leben lang da. Also die will natürlich auch da sein, ist ja ganz klar. Aber du, sofern du es dir bewusst machst und sie wirklich in Liebe auch verabschiedest und sie ab und zu nochmal wieder vorbeischaust, sagst du, schön, dass du gekommen bist und mich besucht hast, aber ich brauche dich jetzt nicht mehr. Und ich habe dich ganz doll lieb, so zum Beispiel, wie du das auch immer machen möchtest, was du da auch immer für ein Ritual oder welche Art und Weise du für dich suchen möchtest. Jedenfalls ist es so, dass du jetzt immer mehr, und das ist natürlich ein Prozess, immer mehr eins wirst mit deiner neuen ID und gib dir da gerne einen neuen Namen. Das ist total cool. Du kannst zum Beispiel auch den Soul Lover dafür benutzen. Ich weiß, Sabine ist ein bekennender Soul Lover. Also Soul Lover Sabine, was macht sie jetzt anders? Was macht sie neu? Und was ich so krass und so cool finde, wenn wir uns eine neue ID anschaffen, wir brauchen gar kein schlechtes Gewissen mehr haben, wie wir es vielleicht vorher hatten. Was andere Leute angeht, was die Eltern angeht oder wie auch immer. Brauchen wir nicht mehr, ist weg. Ist ja die alte ID, sondern du kannst die neue ID völlig vogelfrei gestalten. Und keiner kann dir da einen Vorwurf machen, das ist aber nicht die... Nee, bist du ja nicht mehr. Du hast eine neue ID, du bist Soul Lover und setze deinen Namen dahinter. Ist das nicht cool? Ich finde das mega spannend. Das bringt so einen Spaß. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du das findest und vor allen Dingen, was das gerade so mit dir macht. Also... Limitiere dich nicht mehr, weil das machst du mit deinen Gedanken. Du bestimmst, ob du dich limitieren möchtest oder nicht. Darum nutze doch die Chance. Wir haben diese Macht. Und das Spannende ist, was ich auch immer wieder in meinen Selbstermächtigungssessions sehe, wo diese Limitierungen herkommen. Und wenn man sich das bewusst macht und sagt, deswegen, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das lasse ich los. Und ich weiß auch selbst, was es bedeutet, in die neue ID zu gehen. Das bringt so einen Fun, das bringt so einen Spaß. Und in die alte möchte ich gar nicht mehr zurück, obwohl ich sie sehr, sehr lieb habe oder sehr, sehr liebe. Und ich einfach auch sie sehr schätze, was sie für mich getan hat und wo sie mich hingebracht hat. Aber da bin ich schon länger raus. Und das ist so spannend. Und ich merke das auch immer bei meinen Kunden, auch gerade wenn wir die Seelenaufgaben channeln und da wirklich dieses Business aufbauen. Boah, da diese neue ID, die letztendlich auch angenommen, diese Seelen-ID, das, was ich ja auch mache mit Easy, das ist der Hammer, weil das auf einmal so groß wird, du so ungeahnte Möglichkeiten hast und du wirklich dich im Paradies befindest. Aber natürlich Vertrauen, 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 daran glauben und sich öffnen. Und je mehr du das tust, wirst du merken, du lebst dein bestes Leben ever und du wirst das nicht mehr eintauschen wollen. Also nicht limitieren und darum geht es eben auch, zu der Version zu werden, die alles haben kann. Das kannst du nämlich. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du hast ganz viel für dich mitgenommen und hast einfach so eine Freude daran, an der Entwicklung deiner neuen ID und die auch zu leben. Von mir gibt es schon mal ein High Five. Ciao for now. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir lieben dich. Alles, alles Liebe, Annette und Easy. Tschüss.